Weiter geht's mit freier Software in der Bildung mit Guido Arnold. Ja, Guido Arnold von der Free Software Foundation Europe. Ich bin da seit 2007 aktiv und seit 2009 auch dort im Bildungsteam. Also die FSFE, weiß nicht, ob die da kennt, ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich für die Belange freier Software in Europa einsetzt. Wenn viel Geld dahinter stecken würde, würde man Lobbyorganisationen sagen, aber das Geld fehlt da. Also angefangen habe ich dafür, weil mich zu interessieren, weil ich freie Software in der Bildung super wichtig finde, dass Kinder überhaupt mit freier Software in Kontakt kommen, dass sie nicht denken, es gibt gar nichts anderes. Leute, soll ich mal ein bisschen einen Überblick über das europäische Ausland. Deutschland habe ich ein bisschen ausgeklammert, war sowieso sehr schwierig, die Materialsammlung auf 45 Minuten runterzubrechen. Statistische Daten über die Nutzung freier Software gibt es gar nicht. Ist auch super schwierig ranzukommen. 2011 kam eine Anfrage der Grünen in Baden-Württemberg über die Nutzung freier Software in den Hochschulen, nur allein in den Hochschulen. Die Antwort war, das ist zu aufwendig zu erheben, da gibt es nichts. Ich bin auf Medienberichte quasi angewiesen. Seit 2009 sammle ich die in einem Wiki, dann später, weil es auch ein bisschen einfacher für mich war, in einem Blog. Alles, was ich heute hier erwähne, ist dann irgendwann mal schon mal erwähnt worden. Und alles, was ich hier gar nicht erwähnen kann, kann man da auch nochmal nachfinden, also wenn man sich dafür interessiert. Die ganzen gesammelten Nachrichten, freie Software in der Bildung in Europa, die ich so finden konnte. Zum Ablauf, da war ich mir auch nicht ganz sicher. Erstmal durch ein Beispiel über eine erfolgreiche freie Software-Migration in Schulen, das war dieses Scan. Und dann, wie so generell freie Software eingesetzt wird, wo man Software finden kann und so weiter. Der Hauptteil ist dann die politische Rückendeckung, die in den europäischen Ländern freie Software gefördert wird oder auch nicht. Dann auch, das alles ein bisschen zusammenzuraffen, damit ich nicht jedes Land einzeln erwähnen muss, welche Herausforderungen überall so ja, zu bewältigen sind und waren. Und dann hoffe ich, dass man noch ein bisschen darüber reden können und mich schnell durchkommen. Fangen wir direkt an mit Genf. Fand ich auch ein schönes Beispiel, weil die Schweiz ist kein armes Land, wo man jetzt sagt, ja, die müssen ja Geld sparen, deswegen nehmen die auf freie Software. So, setzen die auf freie Software, um Geld zu sparen. Das finde ich auch immer sehr schade, dass Geld immer das erste Argument ist, weil es qualitativ eigentlich nicht verstecken muss. Und eine Migration ist eigentlich nie billig. Deswegen habe ich die halt ausgewählt als Musterbeispiel und weil sie halt auch unheimlich viel richtig gemacht haben. Die haben nämlich eine schrittweise Migration beschlossen und die haben es auch ein bisschen langsam angehen lassen, weil das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Leute, die damit zu tun haben, und in dem Fall dann halt die Lehrer, dass man die nicht damit überrumpelt. Wenn die nicht dahinter stehen, dann nützt das nichts, selbst wenn man das vorschreibt, es muss freie Software sein, wenn die Lehrer das schon so rüberbringen, dass, ja, wenn wir Geld hätten, würden wir was Vernünftiges benutzen. Das taugt ja dann auch nichts. Also schrittweise vorgegangen, dann erst Dual Boot und dann eine Anwendung nach der anderen ersetzt und dann halt komplett migriert. Mittlerweile sind sie damit fertig und dieses Jahr werden 20 weiterführende Schulen auch migriert. Die Erfahrung, die sie da gesammelt haben, leichter zu warten, schneller, sicherer. Und was ich auch sehr schön fand, die Umstellung zu, ich glaube Ubuntu haben sie genommen oder irgendein Ubuntu-basierendes System, das Nutzungsverhalten war weniger schlimm umzustellen als auf die neue Version des proprietären Systems. Das hat sich da zeitlich ganz gut vom Windows-Upgrade gepasst. Ja, die haben auch nebenbei Lehrerfortbildungen, die haben Online-Dokumentation, Support für die Lehrer. Die Dokumentation ist nicht nur für die Lehrer, die kann jeder einsehen, ist auch unter einer freien Lizenz. Die einzigen Probleme, die sie da hatten, waren Dokumenteninkompatibilitäten der Lehrer. Die haben ja schon ein paar Generationen Office-Programme hinter sich und da gibt es halt dann Probleme. Das ist also generell das Haupthindernis und auch oft ein Grund für Rückmigrationen, dass Dokumentenformate nicht kompatibel sind. Das ist ein kurzer Hinweis auf den Document Freedom Day. Die FSFE hat das erkannt, dass das halt ein großer Blocker ist für freie Software-Migration. Der erste Schritt müsste eigentlich sein, dass man seine Dokumenten in den Griff kriegt, bevor man überhaupt mit der Migration anfängt. Wenn einem die ganzen Schulen und Institutionen, die bereits freie Software nutzen, nicht reicht, dann kann man wenigstens noch auf Studien verweisen, die Qualität attestieren und die Nutzung. Die erste, die ich gefunden habe, ist aus dem Jahre 2005 aus Österreich und die letzte aus Finnland. In Universitäten ist in manchen Fakultäten eigentlich freie Software schon eine Selbstverständlichkeit. Und in Bukarest, die hat auch ein Linux-Center für die Studenten, wenn die Fragen haben oder so, können die da auch Support dann erhalten. Die Universität veranstaltet auch eine Konferenz, so wie die
der CLT oder eigentlich die meisten freien Software-Konferenzen, die man so kennt, werden alle von Universitäten gehostet. Sieht halt auch daran, dass sie viel freie Software nutzen und auch davon profitieren. Also die nutzen, gibt es natürlich noch mehr als die Konferenzen abhalten. Aber es gibt auch noch andere, die man vielleicht gar nicht so kennt, wie die KDE Academy oder die Linux Audio Conference, die ist jetzt im April in Mainz, sondern also in Universitäten, die halt auch viel damit machen. Also wenn freie Software eingesetzt, die meisten Universitäten nutzen das dann parallel zu irgendwelchen proprietären Sachen. Ich habe mich mal mit einem finnischen Professor unterhalten, die haben so für mathematische Simulationen ein proprietäres Programm an der Uni, MATLAB, das kostet ein paar hundert Euro. Und bieten aber auch außerdem die freie Alternative GNU Octave an. Das ist ein bisschen komplizierter zu bedienen, hat auch nicht den gesamten Funktionsumfang. Aber er hat die Erfahrung gemacht, die Studenten bevorzugen GNU Octave, vor allen Dingen, weil sie das auch zu Hause nutzen können. Dafür müssen sie sich nicht in die Uni schleifen. Das können sie dann dort laufen lassen, haben sie bessere Kontrolle drüber. Also sie haben schon allein der erste Nutzen der Freiheit, dass sie es auch auf dem eigenen, so beliebig viele Kopien nutzen können, der macht sich da schon bezahlt. Es gibt auch bereits Studiengänge für überfreie Software in einigen europäischen Universitäten. Da kann man freie Software tatsächlich als Masterstudiengang studieren. In Madrid, die arbeiten auch mit Communities zusammen und integrieren das in ihre Forschung. Also in Portugal ist es so, dass alle staatlichen Schulen freie Software nutzen. Es gibt eine eigene Distribution für, die wird von einer Firma gewartet. Und in der Universität Lissabon, da sind Usability-Experten, die arbeiten mit dieser Firma zusammen, um die Distribution zu verbessern. Also ich weiß nicht, ob die Liste vollständig ist, das sind die Universitäten, von denen ich weiß. In Schweden, Finnland, die forschen daran, wie freie Software in der Verwaltung eingesetzt wird, auch grenzübergreifend. Dann kommen wir zu den Distributionen. Da gibt es eine ganze Menge davon, da sind noch nicht alle. Im Wiki haben wir eine ganze Liste, was es sonst noch gibt. Ich habe hier den Vortrag als Generalprobe letzte Woche im CCC in Frankfurt schon mal gehalten. Da kam die Frage, ja, warum müssen das denn so viele sein? Es ist doch Arbeitsverschwendung, es sind eigentlich Ressourcenverschwendung. So viele Leute arbeiten daran, damit es verschiedene Distributionen gibt. Das stimmt eigentlich. Ich würde mich auch freuen, wenn ein bisschen mehr Zusammenarbeit stattfinden würde. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch das, was freie Software ausmacht, weil dass man die für seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Und im Grunde sind die ganzen Distributionen auch nur Spin-offs von den großen, von Debian oder Fedora, die dann nur lokal angepasst werden und bestimmte Konfigurationen vorkonfiguriert sind. Das ist jetzt nicht so, dass sie from scratch eine neue Distribution auffahren. Außer Pardus in der Türkei. Aber das ist so ein staatliches Projekt, was quasi der Community mit übergeben wurde. Ja, die technischen Umsetzungen. Da gibt es auch einen ganzen Zoo von Anwendungsbeispielen, sodass es eigentlich genug Stoff für einen eigenen Vortrag. Das sind Thin-Clients im Einsatz, die dann zentral verwaltet werden. Wo ich ein bisschen eingehen kann, sind die Live-Sticks in Österreich und Schweiz. Den Stand vom Lernstick ja unten da, wenn man sich das mal angucken kann. Das ist so das System in der Hosentasche, das ist jetzt eigentlich unabhängig davon, was in der Schule tatsächlich genutzt wird. Die können den Stick einstecken, haben dann ihr System, können darauf arbeiten, speichern das ab und zu Hause, selbst wenn sie da auch keine freie Software benutzen, stecken sie es über so einen Heimrechner und haben dann genau die Umgebung, die sie noch in der Schule vorhaben, können da weiterarbeiten. Oder wenn sie bei Freunden sind oder so, sie haben halt ein ganz bewährtes System. Die haben auch vom Lernstick eine ganz nette interaktive Karte, wo man sehen kann, welche Schulen das einsetzen. In Frankreich, da verteilt man auch mit großem finanziellen Aufwand an Millionen von Kindern USB-Sticks. Soweit ich weiß, ist es aber kein Live-System, sondern das ist so eine Software-Sammlung für Windows und Apple. Aber das ist alles freie Software, die da drauf ist, die dann quasi den Kindern erstmal zeigen kann, ja, das gibt es sowas und das ist legal, wenn man das einfach so weitergibt. Ja, dann Dual Boot wird sehr oft genutzt, wenn freie Software migriert wird. In Portugal, die meisten Schulen haben Dual Boot, die haben sich frei entscheiden, was sie da nutzen. Das ist auch in Lettland und Slowenien. Und welche Software genutzt wird, da gibt es natürlich auch keine statistischen Werte oder Nachrichten für. Und was man einsetzen kann, da gibt es einige an Sammlungen, die das alles mal auflisten. Das Problem bei den meisten, die ich gesehen habe, die sind halt ziemlich veraltet und deswegen verweise ich am allerliebsten auf die Wikipedia. Da weiß man, dass man es noch maintainen kann und jeder kann eigentlich da was dazu beitragen und muss sich nicht irgendwie umgewöhnen oder irgendwelche Formulare submitten oder so. Ich wollte da auch mal eine Softwareliste machen und das ist halt unheimlich viel Arbeit, das zu maintainen. Ich denke, dann ist man mit der Wikipedia ganz gut bedient und die hat halt eine Kategorie für freie Software in der Bildung.
Da kann man sich dann, wenn man was sucht, zu irgendwelchen Themen dann durchklicken. Zu den Software-Anwendungen würde ich auch sagen, dass es so ähnlich wie mit den Dokumentenformaten, dass es immer wichtiger wird, dass die Cross-Plattform sind. Mich jetzt so ganz auf der FOSDEM jetzt darüber gefreut, dass G-Compris jetzt auch auf Android läuft. Kennt das jemand, G-Compris? So eine kleine Sammlung für so kleinere. Was auf der Liste jetzt nicht zu finden sind, sind eigentlich die Anwendungen, die in den Schulen tatsächlich benutzt werden. Das ist Firefox und LibreOffice. Aber im Grunde kann man ja in der Bildung eigentlich jede Software nutzen, wenn sie den Schülern irgendwas beibringt. Also das muss man jetzt nicht so auf diese Kategorie sich beschränken. In Dänemark wurde auch Freisoftwareentwicklung gefördert von der Gemeinde, die hat Plugins für Open Office entwickelt für Grammatik und Aussprache. Und es gab eine Art Summer of Code für Verwaltung. Da konnten sich Studenten bewerben, die konnten dann in den Semesterferien bis zu 2400 Euro verdienen und die haben dann diese Anwendungen entwickelt. Und da wäre ich auch schon bei dem Hauptthema, die politische Rückendeckung von freier Software in der Bildung. Da geht die Palette in Europa eigentlich von, dass erstmal erlaubt werden musste, dass freie Software genutzt wird. Empfehlungen, Richtlinien und Vorschriften. Also da gibt es eigentlich also offizielle Empfehlungen, dass freie Software mal wenigstens in Erwägung gezogen wird oder auch mal gezeigt werden soll. Gibt es eigentlich nahezu überall. Ich wüsste jetzt nichts, wo es jetzt irgendwie davor abgeraten wird oder sowas. Aber auch explizit empfohlen wird es eigentlich in den meisten Ländern. Dann kommen wir aber zu der Umsetzung. Da ist auch wieder die Informationslage ziemlich dünn. Dass man in den Nachrichten sind immer die Meldungen, ja, Land X oder Gemeinde X oder die Stadt so und so migriert. Und dann hört man danach nicht mehr, wie es denn jetzt tatsächlich läuft. Also da gibt es, das ist halt kein Nachrichtenwert. Seit 10 Jahren läuft immer noch alles super. Das kriegt man halt nicht zu lesen. Ich habe im Vorfeld ein paar Aktivisten in ganz Europa angeschrieben und versucht, da Erfahrungen einzuholen. Ich habe noch nicht von allen und ich musste auch die Recherche ein bisschen einstellen. Erstens, weil ich sonst nicht fertig geworden wäre und zweitens, weil ich sowieso schon zu viel Material hatte. Also ich hatte die, aber trotzdem ist es sehr interessant, ich werde das noch weiter verfolgen, vielleicht gibt es noch mal eine zweite Auflage. Also aufgeteilt habe ich das, weil es auch so schwierig war und schmerzhaft, das so zu kürzen, in Policy, adoptierte Communities von den Regierungen, Lobbyismus von den Großen und Unterstützung, wie es nach der Migration denn aussieht. Eigentlich kennt man zu jedem Thema mehrere oder das überschneidet sich alles sehr, aber ich habe jetzt zu jedem Thema halt immer 2 Länder als Beispiele zugepackt. Weil ich meine, Lobbyismus gibt es halt auch in jedem Land, aber es gibt halt ganz markante Beispiele, gerade in diesen Ländern. Ja, fangen wir mit den Niederländern an. Die haben in der Verfassung stehen, dass die Bildung jedem frei zugänglich sein muss. Die haben auch seit 2007 eine Policy, dass wenn nicht offene Formate verwendet werden, dass erklärt werden muss, warum das denn unbedingt notwendig sein, dass es kein offenes Format ist. Und trotzdem ist die Regierung 2011 hingegangen und hat für jeden Schüler an öffentlichen Schulen vorgeschrieben, dass sie eine Silverlight-basierte Anwendung nutzen müssen für irgendwie Hausaufgaben. Ich weiß nicht genau, was sie alles damit machen mussten, aber es war quasi zwingend notwendig, dass die Schüler sich da online einwählten und Silverlight nutzten und dafür brauchten sie einen Silverlight-fähigen Computer. Die freie Software-Alternative Moonlight hat damit nicht funktioniert. Also die haben effektiv freie Software-Nutzer von der Bildung ausgeschlossen und ich glaube auch Apple-User zu der Zeit. Und das überhaupt einzuführen, 2011 war eigentlich schon abzusehen, dass Microsoft den Support für Silverlight einstellen wird. Das haben sie aber trotzdem gemacht, trotz Kritik, als da noch ein bisschen Medienaufmerksamkeit kam. Die Bildungsministerin sagt, ja, das wäre akzeptabel, dass sie dann halt jetzt umsteigen müssten. Da waren ziemlich aktiver Aktivist Jan Stedehude, der hat eine Online-Petition ins Leben gerufen und Kontakt mit der FSFE aufgenommen und eine Kampagne gestartet. Er hat Vorträge gehalten. Der Kevin, ein Aktivist aus Niederlande, ist nach Den Haag gereist ins Ministerium, hat mit Politikern geredet. So mit den Ressourcen, die wir haben, lief es auch eigentlich ganz gut. Wir haben ein bisschen Medienaufmerksamkeit erhalten, waren Aufmerksamkeit bei den Politikern hergestellt. Aber dann kam die Regierungskrise in Holland und es wurden sowieso keine politischen Entscheidungen gefällt, war das so ein bisschen eingefroren, das Ganze. Nach dem Regierungswechsel hat dann die neue Bildungsministerin dann bestätigt, ja, freie Software-Nutzer dürfen nicht ausgeschlossen werden. Und kurz danach, ohne irgendeinen Hinweis darauf, hat die Firma, die das Bildungsportal da betreibt, entschieden, plötzlich auf HTML5 umzusteigen. Es ist eigentlich ein Grund, sich zu freuen, dass es jetzt wieder möglich ist, für die freien Software-Nutzer bei freier Software zu bleiben.
Wir waren aber nicht ganz zufrieden, weil was wir uns gewünscht hätten, wäre, dass die bestehenden Gesetze, die das schon von vornherein hätten verhindern sollen, dass sowas passiert, auch durchgesetzt werden können. Also es gibt manchmal halt Vorschriften, ja, es soll so sein, aber es gibt gar keine Konsequenzen, was passiert, wenn man das nicht macht. Und da haben wir seit neuestem ein schönes Beispiel aus Italien. In Umbrien, das ist jetzt ein lokales Gesetz, die haben ein Gesetz zur Softwarebeschaffung. Erst gab es 2007, da hatten sie auch so eine Comply or Explain Policy. Die haben auch dann Geld in die Hand genommen, um freie Software zu fördern. Die haben auch in die Entwicklung Geld geschickt. Projekte konnten sich bewerben, die haben dann Geld bekommen und 46 Projekte haben sich beteiligt und irgendwie 22 Programme werden da auch jetzt in der Bildung eingesetzt und 9 davon in der Verwaltung. Aber was die viel schönere Nachricht war 2014 im Januar, die haben jetzt ein Gesetz, das auch, das wieder eigentlich wie in Holland Comply or Explain, mit dem Unterschied, wenn nachgewiesen ist, dass dieser Richtlinie nicht gefolgt wurde, dann haben Gerichte die Möglichkeit, abgeschlossene Verträge zu annullieren. Das heißt, wenn die jetzt noch was für sich einen Rahmenvertrag mit Microsoft abgeschlossen haben und es kann nachgewiesen werden, dass es nicht den Regeln gefolgt, dann wird der Vertrag annulliert und muss dann auch kein Geld gezahlt werden. Und wenn die Entscheider, die das unterschrieben haben, denen nachgewiesen kann, dass sie fahrlässig gehandelt haben, dann können die auch persönlich belangt werden. Also das ist schon ein ziemliches Novum in Europa. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Bildung, aber es bezieht den gesamten öffentlichen Sektor in Italien. Dann sind wir bei den Adopted Communities, das ist in Island und Polen. In Island ist sowieso immer mein Lieblingsbeispiel, wenn ich den Leuten so das Machtverhältnis von proprietärer Software klar machen will. Die hatten mich Ende der 90er Microsoft mal gebeten, Windows auf Isländisch zu übersetzen. Die würden auch die Übersetzung stellen und sagt uns, was das kostet, dann könnt ihr das ja machen. Und Microsoft sagte, nö, das lohnt sich nicht, ihr seid so ein kleines Land, machen wir nicht. Und dann haben wir hier einen souveränen Staat, NATO-Mitglied, OECD, und eine Software-Schmiede, die sagt, nee. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, die nutze ich gerne. Sagt da nicht dazu, dass sie weniger Einwohner haben wie Bielefeld, aber das ist trotzdem eine imposante Geschichte. Die haben also 2007 Regierungserklärungen abgegeben, dass freie Software genauso präsentiert werden muss in der Schule wie proprietäre Software. Und haben auch in dieser Regierungserklärung, was ich auch sehr schön fand, hervorgehoben, dass freie Software Möglichkeiten in der Lehre bietet, die proprietäre Software gar nicht leisten kann. Dadurch einfach, dass man Zugang zum Code hat, dass man den verändern kann. Das habe ich eigentlich von einer Regierungserklärung sonst nirgendwo gefunden. Also 2009 haben sie dann beschlossen, mit der Community und der Verwaltung, dass es eine bessere Kooperation vonstatten gehen soll. Ich habe auch 2011 mit einem Aktivisten, also ich habe auf der FS-Cons in Göteborg einen Vortrag gehalten und danach kam jemand zu mir, der war aus Island. Ja, das ist ein super Thema. Ich habe in meiner Schule auch alles auf freie Software migriert und mit einem Kumpel zusammen haben wir das mit Puppet. Jetzt kann der Hausmeister, wenn irgendwas nicht geht, irgendwie alles resetten und wir brauchen da gar nicht mehr warten. Ne? Da war der schon aus der Schule raus, alle paar Monate ist er mal nach dem Rechten gesehen und es lief einfach. Da hat man ein paar Updates gemacht und das war's. Und die Regierung hat davon gehört oder das Bildungsministerium und hat die kontaktiert und gesagt, ja, wie macht ihr das? Und die haben das dann an mehreren Schulen quasi aufgezogen und wurde quasi das halt kopiert und auch umgesetzt. Was ich noch zum Geld eben sagen wollte bei Island, weil es auch gerade so 2007, 2009 in der Krise war, das kann man ja sagen, die wollten wieder Geld sparen. Die haben also erst diese Policy, dass sie proprietäre Software und freie Software zeigen müssen. Dadurch konnten sie ja nichts sparen, weil sie ja trotzdem noch die proprietäre Software halten. Und haben trotz in diesen Krisenzeiten 27.000 Euro dafür ausgegeben, dass freie Software überhaupt erstmal wieder bekannter in den Schulen gemacht wird. Und dann im Gegenzug, also wenn sie dann 2012 beschlossen haben, die gesamte Verwaltung zu migrieren, auch gesagt, dass sie die Lehrpläne so anpassen, dass freie Software nicht behindert wird. Was halt auch oft noch der Fall ist. Wenn irgendwo steht, dass man mit Word umgehen können muss oder so, ist es auch nicht statt. Die nicht. Ja, die Isländer sind schon ziemlich cool. Die haben auch ihre Verfassung in einem Wiki neu geschrieben, wo jeder mitmachen konnte. Ja, nächste Beispiel Polen. Das ist ein richtiges Community-Projekt. Das hat ein 15-jähriger Schüler, der hat damit angefangen, ach, ich müsste die Schulen hier in meiner Nachbarschaft über freie Software informieren, hat die angefragt, ja, soll ich euch mal was darüber zu erzählen? Und ist dann quasi allein erstmal rumgetingelt, hat freie Software vorgestellt und hat da auch Mitstreiter zu gewonnen und das ist dann eine richtige Bewegung geworden. Ich habe eine Organisation gegründet. Es waren dann über 150 Freiwillige, die durch das ganze Land getingelt sind. Und nur 7% von den angesprochenen Schulen haben gesagt, nee, ihr braucht gar nicht erst kommen.
Und 30% von den Schulen, bei denen sie waren, haben hinterher wenigstens teilweise auf freie Software umgestellt. Das hat auch ein bisschen Medienaufmerksamkeit hervorgerufen. Und kurz vor Ende des Projekts hat dann ein Gouverneur das irgendwie auch öffentlich gelobt. Und das Bildungsministerium hat das dann aufgenommen. Jetzt gibt es seit 2014 eine zweite Auflage. In den letzten Jahren hat das Bildungsministerium mit den Aktivisten zusammengearbeitet. Es wurde ein Konzept erstellt, wie man das am besten macht. Die Lehrmaterialien wurden von Experten vom Bildungsministerium überprüft, ob das auch didaktisch alles in Ordnung ist. Und es gibt so ja, richtige Pakete mit Arduino, mit vorgefertigten Stunden und so, wie man dann freie Software schön vorstellen kann. Das ist auch alles unter freien Lizenzen. Man müsste es halt nur übersetzen. Die freuen sich über jeden, der es mit aufnimmt. Das war ein 15-Jähriger, ein einziger, der das alles quasi ins Leben gerufen hat. Das fand ich ganz schick. Wenn wir beim nächsten Thema des Lobbying, hatte ich ja schon gesagt, das sind jetzt nur zwei Beispiele, das passiert überall. Spanien ist ja eigentlich dafür bekannt, dass unheimlich viel freie Software eingesetzt wird. In Extremadura macht man das seit 2002 und in vielen anderen Regionen auch. Also da sitzt eigentlich freie Software ziemlich fest im Sattel. 2009 sollten die in Andalusien 200.000 neue Laptops bekommen mit der lokalen Distribution, Guadalinux heißt die, glaube ich. Und da kam der Ministerpräsident, der damalige Zapatero, aus dem Nichts und sagte, da müssten wir aber eigentlich mal Microsoft drauf machen, da sollte mal Windows drauf. Da war das auch ein großer Aufschrei und seine eigene Bildungsministerin hat sich quasi noch dagegen gewehrt und dann gab es erst eine Zeit lang einen Kompromiss, dann machen wir halt Dual Boot. Und dann war das aber, wenn man das erst in den Nachrichten gelesen hat, Dualboot ist doch ein ganz guter Kompromiss. Das war nicht so ein Dualboot, wie wir das kennen. Das war bei der Installation, was möchtest du installieren? Windows oder Guadalinux? Und das andere wurde dann gelöscht. Und der Clou dabei noch, die Microsoft-Lizenz wurde auf jeden Fall gezahlt. Also es ist vollkommen egal, was installiert wurde. Aber ich glaube, da gibt es widersprüchliche Berichte. Ich habe da jetzt noch nicht ganz rausgefunden, wie es jetzt tatsächlich ausgegangen ist, aber ich denke, dass es bei Guadalinux allein geblieben ist. Das hat dem Zapatero aber nicht gereicht. Kurz vor Ende seiner Amtszeit, auch noch 2009, hat er in Berlin auf einer Messe vorgestellt, dass ein Vertrag mit Microsoft kurz vor Unterzeichnung steht, eine Region Aaron mit Windows-Tablets auszustatten. Das hat er wahrscheinlich auch bewusst woanders gemacht. Er hat dann auch Aussprache, die lokale Advocacy Group Hispa Linux hat dann ausgerechnet, mit dem Geld, was da für die Tablets ausgegeben wurde, hätte man über 3.000 Lehrer ein Jahr bezahlen können. Ja, und das Schlimme daran, der kam da einfach mit raus, es gab keine Ausschreibung, eine Alternative wurde gar nicht erst in Erwägung gezogen, das alles ist hinter den verschlossenen Türen passiert und das ist bei diesen Verträgen eigentlich schon fast üblich. Es gibt da selten Ausschreibungen oder sowas dafür, das sind dann irgendwelche Pilotprojekte oder sowas, die Unmengen Geld kosten. Ja, wie gesagt, ansonsten ist Spanien eigentlich ziemlich weit dabei bei der freien Softwarenutzung. Die haben auch ein nationales Center, die haben die ganzen Regionen in Spanien sehr, sehr autonom, die können auch alle selber entscheiden, was jetzt genutzt wird. Aber trotzdem gibt es dieses Central, dieses Senatic, das ist das nationale Center für freie Software. Die sammeln Nutzungsberichte, Dokumentation und sorgen dafür, dass ein reger Austausch zwischen den Communities besteht. Das hat Dänemark nicht. Dänemark gibt es eigentlich nur eine Empfehlung von dem Ministerium, dass freie Software mal in Erwägung zieht. Ein paar Gemeinden haben das gemacht, wie zum Beispiel Lyngby-Tarbæk. Das ist genau die diese Open-Office-Plugins entwickeln ließ, die das Geld in die Hand genommen hat, um die Software zu verbessern. Die hat auf Open-Office umgestellt, diese Software entwickeln lassen. Und nachdem das auch publik wurde, gab es einen offenen Brief von Microsoft an den Bürgermeister, dass es ja eine dumme Idee ist, auf Open Office umzustellen. Dann gab es ein paar Zeitungsberichte mit Mädchen, die weinend sagen, meine Hausaufgaben sehen ganz anders aus in der Schule, wie die zu Hause. Und dann wurde der IT-Leiter abgesetzt, ersetzt und der Neue hat natürlich zurückmigriert. Wenn man sich dieses Vorgehen ansieht, hat das unheimlich viele Parallelen zu München, nur dass München noch nicht umgekippt ist. Dieses Zitat kommt von einem schwedischen Administrator, der für eine Migration verantwortlich war. Das gab es dann auch in den Medien, dass sie erfolgreich umgestellt haben. Im Interview ist er gefragt worden, arbeiten sie so mit anderen Gemeinden so zusammen? Nee, die meisten, die das machen, die wollen das gar nicht, die wollen das auch nicht publik machen. Die wollen nämlich in Ruhe ihre Arbeit machen, weil sie genau sowas nicht haben wollen. Das finde ich richtig schlimm, dass die Leute, die freie Software einsetzen, sich quasi verstecken müssen, damit sie nicht ins Kreuzfeuer von Lobbyisten kommen.
Das wollte ich dann in dem Zusammenhang mal erwähnt haben. Beim letzten Punkt bei den politischen Brückendeckungen, die Unterstützung nach Projektabschluss. Makedonien und Kroatien, die haben 2004 schon angefangen, ein paar Schulen umzustellen mit Fördergeldern von Amerikanern. Das hat auch wohl offenbar ganz gut geklappt, denn 2007 haben sie entschieden, alle Schulen umzustellen. Und so weit gingen eigentlich die Nachrichten. Ich habe dann jetzt auch mal nachgefragt und von den lokalen Aktivisten gehört, das Projekt wurde 2010 erfolgreich abgeschlossen. Alle Schulen haben dieses System, aber das war's. Das Projekt war abgeschlossen. Und das ist jetzt irgendwie so ein Ubuntu von 2010 und es wurde nie wieder updated, die Lehrer haben keinen Support. Das ist einfach so quasi, hier habt ihr das, das kommt damit klar. Und jetzt ist es ja praktisch so, dass viele Computerräume gar nicht erst genutzt werden, weil es so unattraktiv ist, so mit der alten Software und wahrscheinlich ist es auch gar nicht mehr so sicher. Es ist vielleicht sogar ganz empfehlenswert, das nicht zu nutzen, wenn es ins Netz geht. Und ein ähnliches Beispiel ist in Kroatien. Die haben eine ähnliche Policy wie in Island und wo war das? Naja, auf jeden Fall, dass sie auch proprietäre Software in der Bildung zeigen müssen, genau auf dem gleichen Level wie proprietäre Software. Dual Boot wurde auch überall umgesetzt, sie sind fertig und es gibt engagierte Lehrer, die viel mit freier Software unterrichten, Programmieren beibringen und so weiter, aber trotzdem nutzen da jetzt nicht viel mehr Leute freie Software als anderswo und der Grund sind wieder Microsoft-Rahmenverträge und die für die Schüler und für die Lehrer kostenlos erscheinen. Das ist dann so ein bisschen dieses All-You-Can-Eat-Phänomen. Eigentlich ist man ja satt, man hat ja was, aber man muss das jetzt noch mitnehmen, weil das kostet ja nichts. Und die Rahmenverträge werden ja sowieso vorher schon bezahlt. Und dass das überhaupt Geld kostet, das wird halt nicht wahrgenommen. Der Unterschied zwischen Kroatien und Makedonien ist der, dass die Community noch sehr viel aktiver ist. Es gibt eine Behörde, die eigentlich dafür sorgen muss, dass auf gleicher Ebene freie Software unterrichtet werden muss. Die hat aber gar kein Geld. Sie ist quasi auf die Aktivisten angewiesen. Die arbeiten mit den Aktivisten zusammen, aber die hatten selbst gar kein Geld, um irgendwas zu fördern. Also die können vielleicht manchmal eine Räumlichkeit zur Verfügung stellen, aber das war es eigentlich auch schon. Ja, also da fehlt auch dann das langfristige Konzept, da auch das zu warten und alles. Der Teil ist jetzt quasi abgeschlossen. Jetzt die Beweggründe von allen Migrationen, die ich so beobachten konnte, waren eigentlich jetzt die hier auf der Folie aufgelistet sind. Wobei ich halt, wie gesagt, Geld sparen, das wenig brauchbarste Argument finde, weil ich denke, Bildung muss nicht immer billig sein. Aber bei dem Punkt kann man wenigstens sagen, besonders in den nordischen Ländern wird das eingesparte Geld direkt wieder in die Bildung oder auch in die Förderung freier Software eingestellt. Da wird freie Software mitentwickelt, da wird IT-Infrastruktur mit aufgebaut. Und in anderen Ländern, ich glaube in Deutschland ist es auch so, gibt es halt Gesetze, die das verhindert, weil es ist dann zweckgebunden und dann darf es nicht für was anderes. Wenn es für Softwarelizenzen obligiert war, dann darf man das dann nicht für Computer kaufen, benutzen oder für Schulungen. Ja, den Rest weiß ich nicht, ob ich das vorlesen soll. Das sind halt die Gründe, die genannt werden. Schön, wir haben bei der FSFE im Bildungsteam einen Bildungsflyer, wo die Argumentation, warum Schulen freie Software benutzen sollten, da sind die eigentlich auch alle da. Und noch drei weitere, die bei den Migrationen bis jetzt nicht genannt wurden. Und eins möchte ich sagen, was ich sehr schön fand, die erfüllt unsere Anfinderung besser. Das war ein Finne, oder in Finnland sagt man, wir sind auf freie Software umgestiegen, weil also mit der proprietären Software können wir ja gar nichts machen. Die können wir ja gar nicht anpassen. Und das finde ich sehr schön, dass das auch mal erkannt wird, auch von höherer Stelle, dass man dann wirklich einen richtigen Nutzen davon hat, wenn man die Software halt verändern kann. Was haben wir im Flyer noch? Außerdem ist es die Lizenzsicherheit. Da komme ich gleich noch zu, schon mit einem Beispiel in der Schweiz. Lernen in der Muttersprache, besonders wenn man Schüler hat, die aus unterschiedlichen Ländern kommen. Das ist dann ein Lernhindernis im Matheunterricht, wenn das Menü von der Software in der Fremdsprache ist. Und wenn du aber jetzt da sitzt, um Mathe zu lernen, dann hilft es, wenn die Menüeinträge halt auch in der Muttersprache sind. Ja, und einfach zu verwalten, das wurde halt jetzt noch nicht genannt bei den Gründenfindungen, aber es wurde halt genannt bei den Erfahrungen. Die Herausforderungen gibt es natürlich eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle überhaupt schon kenne. Ich hatte auch schon mal hier einen Vortrag gehalten über das Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz und er hat damit angefangen, dass die Entscheidung auf freie Software umzustellen, ist nicht der Sieg, das ist erst der Beginn der Bemühungen. Und das sieht man, wenn man sich das alles anguckt, wohl tatsächlich. Und mein erstes mit diesem freien Gerät fand ich ganz lustig. Timo Leinonen ist ein Aktivist aus Finnland, der hatte 2010 mal einen Blogpost gesagt, dass ja, Finnland ist eigentlich alles super, wir haben Supportfirmen für freie Software in der Bildung, die Software ist da, das ist genug
Know-how in der Regierung, um das auch einzusetzen und umzusetzen. Was uns aber fehlt, ist ein freies, mobiles Gerät, offener Hardware, das explizit für die Bildung entwickelt wurde, das wir auch hier einsetzen können. Kann man sagen, das ist schon, wenn das das Einzige ist, was uns fehlt, dann haben wir schon viel erreicht. Das ist jammern auf hohem Niveau. Und trotzdem hat er recht. Mit dem Beispiel von Zapatero, die in einer Gegend, wo in allen Schulen Linux eingesetzt wird, kauft er dann, ich weiß nicht wie viele, auf jeden Fall Unmengen an Windows-Tablets. Und viele Eltern, so traurig das ist, suchen sich die Schulen ihrer Kinder nicht unbedingt nach dem pädagogischen Konzept aus, sondern das ist eine iPad-Schule, das ist doch bestimmt, die machen doch bestimmt super Unterricht. Also es gibt ja auch schon diesen Konkurrenzkampf zwischen den Schulen, noch genug Schüler anzulocken, damit sie nicht geschlossen werden, und dann versuchen die dann halt mit solchen Prestigeobjekten dann Schüler zu gewinnen. Und man sieht ja auch, wie Apple, Google und Microsoft in diesen Markt eindrängen, ganz besonders mit Tablets. Und 2012 habe ich mal einen Vortrag vor Medienpädagogen in Niedersachsen gehalten, und der das initiiert hat, der Lehrer, der war halt auch händeringend nach der Suche nach irgendeiner Alternative. Und es gab mal die Bemühungen, das Spark oder Vivaldi-Tablet, das ist aber nichts geworden. Also im Grunde hat sich die Situation nicht geändert. Es gibt halt immer noch nicht die einzige Alternative, die im Moment zur Verfügung hat, ist ein Android-Tablet, wo man halt auf Google verzichtet. Aber wo ich noch was zu sagen kann, ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist jetzt nichts Besonderes für die Lehrer, weil das geht eigentlich jedem so. Vor allem, wenn man es aufgedrückt kriegt, weil ab heute steigen wir um und nutzen das. Und das, was du kannst und womit du gelernt hast, das benutzt du jetzt nicht mehr. Das ist für jeden schmerzhaft. Wenn man jetzt den Emacs-Nutzer hier im Raum sagt, ab nächster Woche nutzt ihr Vim und andersrum, dann wird auch geschrien. Also das ist eine ganz natürliche Reaktion. Und da muss man, deswegen fand ich Genf auch so ein schönes Beispiel, weil die das so richtig schleichend gemacht haben. Habe ich gar nicht darauf hingewiesen. Also die Entscheidung zu migrieren fiel 2006 und die sind dann 2010 oder so fertig geworden, oder 2012. Das war der hat sich wirklich Zeit damit gelassen und hatte halt das auch Glück, dass das über diese Jahre weiterhin politische Rückendeckung hatte. Was das Beispiel und auch viele andere zeigt, ist, dass die Lehrerfortbildung und dass sie darauf quasi daran geführt werden, ja, dass sich darum gekümmert wird, dass dieses Hindernis halt besteht, so für den Ungewohnten. Und dass man bei diesem Gewohnten bleibt, ist ja auch der Grund, warum die Firmen überhaupt so viel Geld da reinsetzen, dass ihre Produkte in den Schulen eingesetzt werden. Da werden ja die Lizenzen quasi verschenkt. Nur damit die Schüler nichts anderes kennen und ihre gesamten Bewerbungsunterlagen, die sie in den letzten Jahren dann geschrieben haben, in Dokumentenformaten haben, die sie dann mit anderen vielleicht nicht ganz so nutzen können, wie sie das gewohnt sind. Richard Stallman hat das mal verglichen mit Tabakkonzernen, die auf dem Schulhof Zigaretten verschenken. Und auch noch ein Grund ist, dass ich glaube, vor Jahren wurden mal Microsoft Procedure-Dokumente geleakt, wie so deren Strategie ist, so am Markt zu bestehen zu bleiben. Und da zieht sich eigentlich wieder ein roter Faden durch, dass sie unheimlich Angst vor der Critical Mass haben. Es ist unwahrscheinlich, dass wir jetzt irgendwie in den nächsten 3-4 Jahren 90% alles nur mit freier Software Nutzern begegnen. Aber was wirklich so den Tipping Point ausmachen könnte, wenn eine bestimmte Masse existiert, die freie Software nutzt, dass sie dann richtig Probleme kriegen. Und davor haben die auch tatsächlich, also wenn man sich das durchliest, tatsächlich panische Angst. Und wenn man sich das Vorgehen ansieht und hinguckt, wo sie das Geld hinschmeißen, ist diese Angst geblieben. Denn Login, es gibt vorgeschriebene Anwendungen von dem Bildungsministerium, wie irgendwie Noten übertragen werden sollen und so. Und die laufen dann oft nur mit Windows. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen gibt es Schild. Da müssen, weil kennt das jemand? Weil es gibt. Oder in Wien gab es ja dieses Projekt Linux, das wurde ja quasi aufgegeben, die freie Software. Und der Grund, warum das überhaupt ins Stocken kam, war, weil ein Kindergarten eine Anwendung zur Aussprache oder so, und dies lief nur im Internet Explorer. Deswegen kam das Ganze nicht. Also das ist halt auch oft auch ein dicker Bremsklotz, dass da irgendwelche Anwendungen, die da irgendwie so gewachsen sind und die halt nur auf diesem System laufen und auch dann zum Beispiel dieses Schild in Nordrhein-Westfalen nicht mit Wein zum Laufen zu kriegen sind. Einige Länder, habe ich gelesen, die gehen halt mit Virtual Machine umgehen dieses Ding, wenn das halt nur sowas zum Verwaltungsakt ist. Aber wenn irgendwelche Lehranwendungen da vorgeschrieben sind, dann ist das halt kein praktikabler Weg mehr. Dann gibt es halt ein Login für Lehrer, die sich selber stellen, weil die sagen, ja, ich benutze diese eine Bildungssoftware und die gibt es nicht als freie Software. Und das kann auch sehr gut sein.
was ich dann empfehle, ist dann, was lernen diese Schüler mit dieser Software und warum kann diese Software das so besonders gut? Wenn man diese Frage stellt, hat man viel bessere Möglichkeiten, eine Alternative zu finden, als wenn man nach der 1-zu-1-Alternative sucht, die genau das Gleiche hat und jede Option an der gleichen Stelle ist. Wenn es darum geht, was sollen denn die Schüler lernen, dann kann man mit freier Software eigentlich auch alles beibringen. Support steht auf der Liste. Das ist noch immer noch sehr, sehr schwierig zu bekommen, also professioneller Support in der Schule. Da gibt es Firmen, die für freie Software da sind. In Rheinland-Pfalz gab es ja dieses Pilotprojekt, von dem Kurt Kram mich hier auch vorgetragen hatte. Das war alles schon mit eingebaut, dass sie Support kriegen sollten. Die hatten aber das Problem, dass viele Firmen einfach ihren Job nicht gemacht haben. Einer von Mitgliedern unserem Bildungsteam in der FSW aus Slowenien, der sagte, der hat auch ein bisschen Erfahrung damit. Da muss man den Verwaltungen schon direkt sagen, diese Wartungsverträge niemals zu lange machen, dass man schnell aussteigen kann, oder Austrittsklauseln. Wenn das und das nicht geleistet wird, können wir auch früher aus diesem Vertrag raus, dass man die faulen Eier schnell loswerden. Und vor allen Dingen auch der Support für Lehrer ist ein anderer als der IT-Support, den man normalerweise kennt. Die haben ganz andere Bedürfnisse, die müssen vor allen Dingen auch mit der Bildungssoftware, die sie mit dieser verwenden wollen, in Berührung bekommen, weil die müssen damit mit warm werden, weil die Software ist im Grunde ja trotzdem immer nur noch ein Werkzeug. Und wenn die nicht wissen, wie sie dieses Werkzeug benutzen können oder wie es zu nutzen ist, dann können sie auch das volle Potenzial nicht ausschöpfen. Und diesen Monat hat Senatic, diese Zentrale in Spanien, auch angefangen, die Situation in Spanien zu erfassen. Die sammelt jetzt Firmen, die das anbieten, dann wird eine Umfrage gestellt an die Einrichtungen, die diese Firmen quasi im Vertrag haben, wie zufrieden die damit sind. Und diese Arbeit hat jetzt diesen Monat in Spanien begonnen. Und dann hatten wir noch den Punkt, den Rahmenverträge, da habe ich ja schon was zu gesagt. Eigentlich fast alles, die werden überall in Europa abgeschlossen, meist hinter verschlossenen Türen. Diese Woche auf der CeBIT, Sachsen-Anhalt hat sowas unterschrieben, ganz feierlich, ganz stolz. Was man dem entgegensetzen kann, ist die Schweiz. Die haben auch eine ganz, ganz schöne Einrichtung, die das quasi beobachtet. Da gab es eine Expertengruppe von der Regierung, die sich das mal angeguckt hat, diesen Vertrag mit Office 64 oder Windows at Live oder irgendwie was mit Edu at Live oder so. So ein Microsoft-Vertrag, der quasi das Ganze in die Cloud auslägt. Und die haben stark davon abgeraten, das überhaupt zu machen und empfohlen, freie Software zu nutzen, weil sie Probleme mit dem Datenschutz sehen, weil Microsoft sich vorbehält, die Daten der Schüler für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Die Integrität der IT ist da betroffen und man verpflichtet sich quasi ausschließlich Microsoft-Produkte zu nutzen, weil da ist eine Klausel drin, die, ich habe jetzt den Wortlaut vergessen, jede Anwendung, die die Integrität und die Performance der Microsoft-Produkte beeinträchtigen könnte, ist zu unterlassen, ansonsten wird halt keiner. Also von daher, also eigentlich jede Anwendung, die man auf dem Rechner laufen lässt, kann die Performance von Microsoft beeinträchtigen. Deswegen darf man eigentlich, wenn man sich diesen Vertrag anguckt, gar nichts laufen lassen. Ja, ansonsten DRM. Wir kommen jetzt langsam auch in das Zeitalter, wo es elektronische Schulbücher gibt. Und viele Verlage bestehen darauf, dass das mit Digital Restrictions Management ausgestattet wird, was halt mit freier Software nicht vereinbar ist. Für FSFE ist auch jetzt dem Bündnisfreie Bildung beigetreten, die für offene Education, also Open Educational Resources einsetzt. Ja, Lehrerausbildung, da fängt es ja eigentlich schon an mit dem Eingewöhnen. Wir kommen ins Referendariat und kennen eigentlich auch nichts anderes aus Windows. Schönes Gegenbeispiel ist das Studienseminar Neues, was der Wolf-Dieter Zimmermann geleitet hat, und der hat dafür gesorgt, dass auch in der Lehrerausbildung schon dann freie Software. Ja, und da bin ich eigentlich durch. Also bei Fragen bitte einfach ein schönes Handzeichen, dann kommt ja das Mikrofon auch ganz schnell. Ich habe eine Frage zu München, ob da jemand dran ist, der so wirklich die Leute beobachtet. Ich meine, das ist ja nun mal in Deutschland und so, damit man wirklich sagen kann, die und die arbeiten jetzt eindeutig mit Lobbygruppen zusammen, ja, also dass man da wirklich was machen kann. Also das FSW auch mit den Vollamtlichen, also ich bin ja ehrenamtlich tätig, auch die Vollamtlichen, die haben auch da Kontakte. Und wir haben eine sehr aktive Fellowship-Gruppe in München, die das sehr genau beobachtet. Die hatte auch einen Fragenkatalog vor der Bundesbürgermeisterwahl und so verfasst und veröffentlicht und so, da sehen wir schon dran. Also es wurde vor uns gesagt, es gibt in vielen Ländern offizielle Empfehlungen, freie Software zu verwenden, und in einem Land war sogar in der Verfassung, dass die Bildung jedem frei zugänglich sein soll. In Holland, ja. Gibt es da eine Sammlung von euch, wie das in Deutschland, in den Bundesländern ist? Mit den Empfehlungen so? Nein. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Lehrpläne von einigen Bundesländern anzugucken, und die sind im Moment
produktneutral da. Also die ich gesehen habe, sind produktneutral, die haben jetzt keinen Firmennamen genannt. Aber generell wäre halt zu begrüßen, wenn es Vorschriften gäbe, dass bei der Softwarebeschaffung im öffentlichen Sektor Ausschreibungen Pflicht sind und dass die produktneutral sein sollen. Also man kann nicht eine Ausschreibung, ja, wir brauchen den Anbieter, der Windows 8 uns liefern kann. Und dann gibt es ja keine Konkurrenz.